Heute. So, es geht weiter. Es geht weiter. Und? Ja, ich mach. Küchentoilette macht gerade weiter. Wir haben heute wieder, nur dass ihr wisst, einfach Auberginen wieder gemacht, ne? Weil letztes Mal habt ihr mir ja, und ich warte mal, bis alle da sind. Hi guys, I'm cooking something. This is actually like, this is a international language. Cooking is the best. And cooking, everyone understands cooking, I think. So, hoy hemos hecho unas berenjenas al horno con ajo y pimienta. Al horno más o menos. Yo es que he ido una vez a un restaurante israelí y me pareció increíble cómo hicieron las berenjenas. Y el chef me explicó cómo lo hacían. Pero como ellos tienen un horno que quema y que tiene llama y es increíble, yo no lo tengo, obviamente, pues lo he hecho con otro truco, que es mucho aceite de oliva, básicamente. Und dann sind sie so aus. Entonces así tenemos, así es como quedan. Crujientes por arriba, pastosas por dentro. Bueno, están increíbles. Y mientras Greg se está haciendo un huevo detrás. Entonces lo que vamos a hacer, wir werden jetzt, Mama Deutsch, ja, für Leute, guck mal. Ich habe hier eine Burrata und die Burrata, welche so mal raus, boah, die ist richtig, guck mal, die Konsistenz von der Burrata ist schon richtig geil. Boah, ist ja fantastisch. Jetzt wird hier so ein Cooking Channel. Okay, dann machen wir so. Wir schneiden die am besten mit so einem Messer und hoffentlich kann man das aufwischen. Mal gucken, ob das man das sieht. Warte mal. Ich mach mal so. Sieht man das besser. Da seht ihr das, oder? Okay, gut. So, y aquí vamos a acompañar la berenjena. Simplemente vamos a hacer, es una receta vegetariana. Ostras, Dios. Mira, qué rico. Estamos cortando. Ahí se está saliendo toda la stracciatella de la burrata. Bien. Y de hecho, lo más rico es si lo esparcimos un poco. Lass mal schauen. Okay, so machen wir das. Wir nehmen jetzt ein Stück davon. Eigentlich teilen wir das noch in kleineren Stücken, weil es geiler, wenn es so viel kleiner ist. Und dann verstreut man das so über die Aubergine so ein bisschen. Guckt mal, das schmeckt dann einfach fantastisch. Dann nimmt man das. So. Die Aubergine. Und streut es mal so hier. Wow. Okay, einfach drüber. Qué rico. Du sagst Stopp, ne? Ich mach dir mir so eine Line. So. Stopp, stopp. Okay. Gut. Geil, okay. Sehr schön. Perfekt. Noch einmal. Boah, ich habe es noch nie probiert mit Burrata eigentlich. Also es kann sehr geil sein. Also könnt ihr auch ausprobieren zu Hause natürlich. Kochen ist ja alles. Ich glaube, mit ein bisschen Pfeffer noch drauf, ne? Ja. Oder so, kann es richtig gut sein. Mhm. Aber Olivenöl ist schon so viel drin in der Aubergine. Ja. Wow. Aber damit es auf dem Burrata ist. Genau, guck mal, wie es hier aussieht. Hier habe ich es nochmal. Guck mal. Immer Kamera-Gag hier, dass er euch das richtig zeigt. Cameraman. So. So schaut's aus. Gut aufpassen. Ja, hier so. Und das ist. Und dann gehen wir ein bisschen näher. Jetzt sieht man hier so die. Oh, das ist einfach nur Pfeffer, ne? Aber. einfach toll. Sieht einfach geil aus. Und wenn ihr so. Oh Gott. Das ist leider meine Basilikumpflanze. Die sieht einfach nicht so. Die ist schon ein bisschen tot. Aber man kann auch ein bisschen Basilikum drauf tun. So ein bisschen klein machen. Und Basilikum drauf. So geil. Hier ein Basilikum. Geil, ey. Das ist super. Schon Bock auf un poco más. Dann, ja, si nos ponemos ya bien, bueno, es que aceite me da un poco de miedo, gourmet, ¿eh? Ich glaube, wenn man noch ein bisschen Öl macht, dann wird es zu krass, glaube ich, aber ich probiere es einfach. Ui, ahí estamos, buenísimo. Genau, geil, ja super. Pues nada. So ist es, wie wir es gemacht haben. das sieht aus wie Schokolade mit Sahne und Streuseln. Ja, es sieht einfach fantastisch aus. Es ist wirklich echt nicht, echt eine geile Sache. Das ist sehr easy zu machen. Und später machen wir nochmal Eis, ja, in der nächsten Pause. In der nächsten Pause machen wir, oder wenn wir soweit sind erstmal. Also ich hoffe, dass die Pause ein bisschen länger, also die Show jetzt länger geht, damit wir gleich ein bisschen Eis machen können zusammen. Weil sonst, ich muss erstmal das hier verdauen. Aber, okay, mal bei ja. So, was brauchst du? Toaster. Hier unten.
Da unten. Genau. Also wenn ihr Bock habt, kommt alle vorbei. Wir machen hier alles. Wir kochen, wir gucken, wir machen Musik. So ist es hier. Und ja, also kochen macht auf jeden Fall Sinn. Auch manchmal, jetzt bei Quarantäne ist es ja so, dass man, also jetzt, wo natürlich der Lockdown nochmal härter wird, macht es noch mehr extrem Bock. Und vielleicht hat es euch inspiriert. Aber so die kleinsten Sachen sind die besten. Und vergisst nicht, die besten Zutaten zu kaufen, die es geht. Vor allem, wenn ihr halt nur eine Aubergine macht, dann einfach am besten die beste Aubergine kaufen, die ihr findet, weil sonst macht es leider keinen Sinn. Sí, estoy hablando en alemán. Hoy avisé ya que iba a hablar un poco raro hoy. Pero, si me perdonáis, mañana hablaré otra vez bien. Wie wär's mit einem Kochbuch? Ja, Kochbuch kommt vielleicht später, ne? Man weiß es nicht. Ich glaube, es muss kommen. Also Kochbuch wird unbedingt irgendwann kommen, aber jetzt noch nicht. Die Präsentation ist gut, oder? Ja? Okay. Schon sehr gut. Oh Mann. Ich bin sehr gespannt. Aber okay, soll ich dann anfangen, ne? Vielleicht... Ich nehme euch mal einfach mit, weil es geht ja noch irgendwie weiter mit der Werbung. Okay, vamos a ver. Vamos a hacer un super ASMR. Un ASMR de esto. Mirad cómo está la textura. Oh, wow. Así está la textura. La textura está increíble. Le damos y así quedó. Dios, cremoso por dentro. Cremoso por dentro. Geil. Boah, schmeckt richtig gut. Ein bisschen Salz fehlt noch. Salz. Sal. Nächste Mal Sal. Mira, Paula, hemos preparado aquí el tuyo. ¿Masterchef? Sí, esto es Masterchef hoy. Hoy estamos... Wow, con un poco de sal así. Sal Maldon así crujiente. So ein bisschen so... So geil, also Salz mit... Also, wie sagt man das auf Deutsch? Grobsalz. Ja, das ist Räuchersalz, aber so Grobsalz wäre am besten. Ja, Paula, du kannst eine Albahaca nehmen. Danke. Genau. Nein, es ist so gut. Está muy rico, la verdad, eh? Ja, zusammen sprechen wir, mit meinen Geschwistern spreche ich eigentlich immer auf Spanisch. Ich spreche jetzt Deutsch wegen euch, für euch und mit euch. Aber genau, für uns ist es ein bisschen komisch, miteinander Deutsch zu sprechen. Das haben wir immer in der Schule gesprochen. Aber... Boah, ey, wirklich. Also guten Appetit, Leute. Ich hoffe, ihr könnt auch... genau, Aubergine. Wie lange im Backofen? Ungefähr... Ich weiß nicht, wie lange. Einfach gucken, bis es fertig ist. Ich koche wirklich nach Gefühl. Ich habe keine... Aber ich glaube, es ist so ungefähr 40 Minuten oder sowas. Ungefähr. 45, 45. Einfach gucken, dass... Bevor es verbrennt. Also guck mal, es muss so sein. So nicht dann? Ah, okay. So muss sie aussehen. Also fast schwarz. Und dann ist sie oben crunchy, hier, und unten ist halt richtig geil. Und ja, dann schmeckt es einfach fantastisch. Und ich glaube, es geht gleich weiter. Aber hey, ein paar Kochtipps, so für zwischendurch in der Werbepause, ist vielleicht besser als Werbung schauen, oder? Und vielleicht seid ihr inspiriert, vielleicht schickt ihr mir eure Auberginen-Fotos. Und dann machen wir so zusammen so einen Auberginen-Kochtag, das wäre richtig geil. Bueno, oye, vamos a seguir. Wir machen weiter mit der Show, ja? Später, wenn es irgendwie angemessen ist, dann...